Herzlich willkommen, ihr beiden, zum DFB-Pokal-Quiz. Die Spielregeln: buzzern, richtige Antwort geben, gibt einen Punkt. Wer falsch antwortet, da hat die andere die Möglichkeit, richtig zu antworten und kriegt dann vielleicht den Punkt. Und wenn beide falsch sind, gehen wir zur nächsten Frage. In welcher Saison wurde der erste DFB-Pokal der Frauen ausgetragen? Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. 1972, 1981 oder 1993? 81. Richtig, der erste Punkt, Lisa. Ja, toll, Glückwunsch. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Wie hieß die Mannschaft, die den ersten DFB-Pokal gewann? War das KBC Duisburg? War das SSG 09 Bergisch Gladbach? Oder war das der FSV Frankfurt? Wer war zuerst drauf? Wir haben ja, ich. Du hast gar nicht berührt. Weißt ja, weil ich erst mal ausreden lassen wollte. Ach so, ja, aber bei B. Bei B wusste ich es ja schon. Wenn, da dachte ich, komm, hörst du C dir gar nicht mehr an. Man darf doch vorher, oder? Vollkommen richtig. Wie sah die Trophäe in den ersten Jahren aus? War das ein Pokal? War das eine Dokumentenrolle aus Silber? Oder war das ein Kaffeeservice? B. Schon wieder B, ne? Ja. Das ist richtig. Ich gehe immer auf B. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 4. Wie schwer ist der heutige Pokal? 23 Kilo, 5 Kilo oder 11 Kilo? C. 11 Kilo. Vollkommen richtig, das ist der erste Punkt. Ich wollte dich auch mal drauf machen lassen. Zum wievielten Mal in Folge könnte der VfL den Pokal... Zum 11. Mal. In Folge? Falsch. Ach so, in Folge. Jamila, du darfst. Ach so. Du kannst dir natürlich jetzt auch die Antwortmöglichkeiten anhören. Ach, da gibt es ja Antwortmöglichkeiten. Es gibt ich Antwortmöglichkeiten. Weiß schon, aber gerne. Hast du es nachgelesen? 8-mal, 9-mal oder 10-mal? Oh Gott, weiß ich. Ich darf jetzt das, nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob die Serie 2014 oder 15 angefangen hat. Mhm. Naja, so viel Zeit ist jetzt aber auch nicht fair. Ja, man sollte langsam... Zum 10-mal. Vollkommen richtig. Ja. Ich das ist schon, also das 3-2. Die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Wie viele unterschiedliche Pokalsiegerinnen gab es bisher? Also wie viele unterschiedliche Vereine? Waren das 10, waren das 12 oder waren das 14? Du sagst 12. Ja. Das ist leider nicht korrekt. Wie viele unterschiedliche Pokalsiegerinnen oder Vereine? Jetzt hast du noch eine 50-50 Chance. 10 oder 14? 10. Da musst du erst buzzern. Ach da so, muss oh, sie streng verdammt sein. Sehr gut. Ich würde und du sagst? 10. Korrekt. Danke fürs Buzzern vorher. Kein Thema. Publikum ist schon ja. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Welches Team stand am häufigsten im Finale? War das Wolfsburg? War das Siegen? Oder war das Frankfurt? Ich sag wieder, B war Siegen, ne? Dann sage ich das. Siegen? Ja. Leider nicht. Nein, ich hätte auch Siegen haben. Was waren nochmal Siegen und? Also A war Wolfsburg, B war Siegen, C war Frankfurt. Ja gut. Wolfsburg? Ja! Auch nicht. War nicht, ne? Ja. Scheiße. Es war der FFC Frankfurt, heutig Eintracht Frankfurt. Aktuell findet das Finale in Köln statt. Zuvor in Berlin. Aber einmal war es noch woanders. Wo war das? War das in Frankfurt? War das in Gelsenkirchen? Oder war das in Hamburg? Frankfurt. Korrekt. Die Song kann ich jetzt leider nicht das sagen. Das hättest du doch jetzt eigentlich wissen müssen. Ja, hätte ich vielleicht. Du ehemalige Frankfurterin. Ja. War ich nicht im Stadion. Wer von euch beiden stand schon häufiger im Pokalfinale? Die Antwortmöglichkeiten muss ich euch jetzt nicht vorlesen. Ja. Hä? Ist doch klar. Ich. Vielleicht könnt ihr selbst die Auflösung geben. Ja, ich halt. Nicht. Ja, du wahrscheinlich. Ja. Also, was nimmst du jetzt? Ja, dich, hä? Ja, Lisa. Wie häufig warst du?
Nein, oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Das ist richtig fies. Das ist richtig. Ich würde gerne meine erst eingeloggte Antwort. Nein, ich würde gerne meine erst eingeloggte. Egal, so oder so, die Antwort reicht mir. Das ist Gewinn genug für mich. Ich nehme Camilla. So, ja. Okay. Ich wollte es nur mal hören von Lisa. Also ich habe es noch nie geschafft. Camilla hat es schon einmal geschafft. Und wird es hoffentlich erneut schaffen. Gegen wen gewann Potsdam in der ersten Runde? War das ATS Buntentor? War das der Hegauer FV? Oder war das ein Freilos? Mach ruhig. Oh. Nee. Ja. Also. Ich will da noch mal kurz nachdenken. Ey, Mann. Die hatten einen Freilos. Korrekt. Ja. 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 7:2 gegen Lisa. Nee, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem danke. Auch Camilla hatte nee, Spaß. Wir hatten echt ein gutes Duell. Ja. Ja. Wir können das auch noch wiederholen. Ja, für mich auch. Wir können ja noch ein Bundesliga-Quiz machen. Genau. Mhm. Können wir einen Frankreich-Quiz machen? Na, da bin ich auch nicht besser. Natürlich. Natürlich. Oui. Ne pas un problème. Merci beaucoup. Ja. Danke. Tschüss. Feierabend. Danke.